Okay, everyone. Hallo, ich meine, so viele Leute, da muss man da irgendwie klarkommen. Es soll eine 100.000 Creeper kommen oder so. Ja, auf jeden Fall. Oh. Hello. Gabe over there says you saved him from this Witherstorm thing. You're pretty tough, huh? A regular iron guy, huh? Was anderes kann man gar nicht antworten. In their boots. Yeah, I am pretty tough. Looking for a fight? No. Oh, shit. Easy, slugger. You got Moxie. I like that. Kinda wish you had my back before. But whatever. You still seem alright. Ish. What's the deal with your buddy Axel? Der wirkt ein bisschen... ein bisschen plump. Und irgendwie hat er ein bisschen was vom Hulk. Ja, auch das. He's just a little, doofy. Ja, nee, er ist großartig, ne? Das ist ja unser Freund, auch wenn er seine Macken hat. Hodor. Hodor. Ungefähr so. Aber auch Hodor, den kann man nicht haben. Ja. Mindestens die Mutter hat ihn lieb. Ja. Eltern lieben ihre Kinder. Genau. Warum steht das auch in Englisch? Ja, das war schon mal vorhin. Da stand der Text nicht in Deutsch da. Das ist noch nicht ganz ideal. Ja, wahrscheinlich gibt es deswegen nicht die Option, das im Spiel umzustellen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Umgesetzt wurde. Ich glaube auch, die haben nur den Google-Übersetzer genommen. Naja, einige Sachen wirklich gut übersetzt. Ja, der Google-Übersetzer ist mittlerweile auch schon sehr gut. Was sagst du? Das ist so. Der letzte Mal benutzt er war totaler Müll. Wenn er genauso normale Sachen übersetzt wie YouTube-Videos, dann weißt du Bescheid. Oha, ein Spinne. Endlich was zum Kämpfen hier. Was? Randa. Ey, wir haben 1000 Millionen Gegner hier. Ja, aber guck mal, wir sind ja so eine große Truppe. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ah ja. Nein, ich will... Naja, gut. Schießen wir einfach mal. Wo ist denn hier... Ah ja. Du musst schon näher ran. Ja, naja. Ich dachte, das reicht jetzt. Was ist denn mit dem Bogen los? Der hat keine Munition mehr, Mensch. Der ist ja großartig. Los jetzt hier, mach kaputt. Der klickt aber nicht so wild. Das reicht, wenn der klickt, wenn die Gabel. Du machst nur das Schwert wieder kaputt. Das letzte Holzschwert hast du auch schon kaputt gemacht. Ja, was passiert? Guck doch mal hier. Ich hab's richtig raus. Zack, kaputt. It's gonna be light soon. We're gonna be okay. Wie schnell da die Nacht vorbei ist, ja. Man, I miss daytime. How far is Orin? It can't be much further. Not much farther. We can make it. Da hinten ist schon mal der Berg, wo wir hin müssen. Der einsame Berg, der Schicksalsberg. Oh. Alles kommt wieder. Und Ruben ist schon oben, ganz alleine. Mutiges Schweinchen. Ja, ich wäre ehrlich gesagt nicht so mutig, würde vorstürmen als Schwein. Nee, ich würde mich auch ganz gemütlich hinten ranstellen und alle anderen machen lassen. Ich würde mittendrin laufen. Da kann jemand von vorne, niemand von hinten kommen. Was ist da los, Gabriel? Ja, das frage ich mich auch. Dem geht's, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja, bestimmt eine Erkältung oder so. Ah, come on! It's fine! Look! Woo! Oh, Ruben hat Angst. Wir müssen mal Ruben irgendwie auf den Rücken schnallen. Oh mein Gott. Oh, that is deep. That is deep. Augen zu und durch. Ach du Schreck. Aber das geht gerade noch. Was ist hier los? Oh nein! Oh nein. Hang on. I'm coming. Genau, Ruben, komm her! Oh Gott! Ja, du hast schon den falschen Taste gedrückt. Ja, aber es hat gereicht. Ich habe die richtige noch gefunden. Hallo für Ruben, also bitte. Ja, für Ruben kann sich auch ein bisschen aber anstrengen. Schwein. You okay? That was crazy. Ah, ja, das war knapp. That was way too close. I thought I wasn't going to make it. Oh. Oh, es wäre spaßig geworden da unten. Nee, lass mal. Die klauen die Steine, deswegen ist es zusammengebrochen. Oh Gott, guck dir mal Ruben an. There's so many. I didn't think they ever came in groups that big. No
Ja, normalerweise sind die mal einzeln unterwegs. Ja, eben, das ist halt schon ein bisschen komisch. Komm, wir sollten aus hier gehen. Olivia und die anderen sind bereits vorher. Wow, diese Architektur ist incredible. Da sehen wir wieder das typische Amulett. Looks like the others already swam across. Guess we better catch up. Bin drüber geschwommen? Ich hab jetzt gar nicht gesehen, dass da Wasser ist. Es sah einfach nur aus wie ein blauer Boden, ne? Naja. So, und wäre das jetzt arg, würden jetzt gleich erstmal Piranhas kommen. Wahrscheinlich kommen die auch. Was ist hier los? Wer redet hier? Madness, if an artist painted the inside of your mind, that's it. I'm going. Nein, was? Bleib hier. I'll find the super TNT myself. Oh no, no, no. You do not get to be the one who walks away. That's it. I'm going. Ah, das kann man jetzt ja wirklich nicht gebrauchen, dass die sich hier schon wieder streiten. Und sowas sind Helden. Ja, wirklich. Unglaublich, ey. Kindergarten. It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Yeah, I wouldn't go that far. Bickering is kind of their deal. But hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. Ja, das wäre mal sinnvoll. What are we gonna do now? Ja, sind wirklich teilweise komisch unten deutsch übersetzt, weil man hört's ja beim Englischen, dass es richtig ist. Ich sag ja, das ist einfach schlecht übersetzt. Naja, aber man versteht ja ungefähr, worum es geht. Genau. Wenn man jetzt nicht unbedingt Englisch kann, dann kann man, wie gesagt, auch noch an den deutschen Untertiteln einigermaßen erkennen, was man zu tun hat. If they made a statue of me, I wouldn't choose that pose. I'd look like this. Oh Mann. Ja. Ich meine, wenigstens sind sie noch lustig, ne? Auch in so einer schweren Lage. Ja, ich meine, da muss man das Ganze ein bisschen mit Humor sehen. So, hier haben wir was zum Angucken. Ach so, wollen wir Elegard folgen oder wollen wir dem Magnus folgen? Ich würde auf alle Fälle Elegard folgen. Ja, na, wobei die auch schon ein bisschen, also die sind beide so ein bisschen komisch. Gabriel, are you okay? I know it's not the best time and I don't want to worry you, but there's something I'd like to discuss with you. Oh je, das klingt nicht gut. Was ist los, Gabriel? Nee, irgendwie nicht. Das Schlimme ist ja, wir sind jetzt allein mit Gabriel, wenn es ihm nicht gut geht. Oder er lockt uns in eine Falle. Oho. I'm aware that letting them head off alone was risky, but I need to talk to you about a... Das glaube ich eigentlich nicht. It's not the easiest thing to bring up. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Thank you for being so understanding. So glad to see my old friends together again. I don't want to ruin it with this. What? You may have succeeded in getting me away from the Witherstorm, but I fear it was already too late. I noticed it not long after you saved me. What is that? What's wrong with your arm? Tell me. Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been... No, just Wither. Or Wither sickness, to be more descriptive. It is something I've contracted before in my travels, but it always wears off. It seems that Ivor's monster exudes a Wither sickness that is decidedly more fatal. Well, we're going to go back and tell the others. We can get help. No, Jesse. You can't tell anyone about this. Ach nee, warum denn jetzt ein Creeper? Ja, nimm die Hand. Los. Ja, das ist ja nicht so schön hier. Oh, war ja. Oh Gott. Aua. Das hat bestimmt wehgetan. Ja, das glaube ich auch. Ich konnte nicht meinen Halt halten. Ich bin so sorry. Jesse, bist du alright? Geh und find die anderen. Hopefully you can find a way to get down to me or something. Time to be a hero again. No. Gabriel, du schaffst Stay es. Stay safe. I'll find a way down to you. Oh, Ruben. Ja, aber der ist auch noch in Sicherheit. Das ist schon mal wichtig. Und wir haben bestimmt hier gleich eine Begegnung der dritten Art. Erstmal das Amulett einsackeln. Ja. Einsackeln. Einsackeln. Einsammeln wollte ich eigentlich sagen. Einsammeln wollte ich sagen.
Und hab's damit einsacken kombiniert. Oh je. Irgendwas ist doch da vorne. Jetzt kommt bestimmt gleich irgendeine Spinne. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon zu Tode erschrocken habe, wenn so im Halbdunkeln irgendwann mal ein Skelett oder so geschossen hat. Dann hörst du immer nur so ein Quietschen, so ein Quietschen und dann war's das. Schleichen wir hier mal durch. Ich könnte auch rennen. Ja, dann fällst du in ein Loch oder so. Kenn ich doch. Das stimmt. Dann lieber gemächlich. Das machst du wie beim Fahrradfahren. Auch da kann man sich das ein oder andere mal hinpacken. Zumindest haben wir aber noch ein bisschen Licht. Ja, dank des Amuletts, ne? Also, das strahlt ja doch schon so ein bisschen ab. So, links oder rechts? Hat man überhaupt die Wahl? Nee, hat man nicht. Ich denke mal nur geradeaus. Dann also, zur Not hätte man noch einen Feuerstein und Flint. Also, ist ja Feuerstein und hier Dingens. Also, ein Feuerzeug meine ich natürlich. Ja. Oha, das sieht sehr schön aus. Ja, da verstecken sich bestimmt ganz viele Endermen hinter. Pass auf, das ist alles eine Tarnung. Oh je. So eine schöne Bibliothek, muss ich sagen. Ja, was hier wohl für Bücher stehen? Und was können wir denn hier jetzt ankrabbeln? Also auf dem Boden ist ja auch schon wieder dieses typische Amulett. Ja. Hier komme ich gar nicht weiter. Ich kann gar nicht mehr nach links laufen. Dann müssen wir wohl hier zum Bücherregal. Das ist ein Spalt. Genau. Kommen wir durch. Oh, wer war da? Das werden wir sicherlich gleich feststellen. Ivor! Hey, show yourself. Who's there? You. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Tja, das wurde auch nicht so drin. Na, was machst du hier? What are you doing down here? Being rudely interrupted by you, clearly. I'm here with the order to find Soren's Super TNT. We are going to take down your Witherstorm. The order? Believe me. Plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Ich halte mich auf. Ivor. Definitiv. Stop right there, Ivor! Gabriel! You're alive! Against all your best efforts, Ivor. Look at what you've done. I never dreamt that even you could be this twisted. Save your posturing, Gabriel. We both need you. Have always been hollow, just like the Order. You're not going anywhere anymore. At least not in one piece. Nein, ich will ihn eigentlich nicht gehen lassen. I'm not letting him go either. Ja, aber Gabriel könnte wahrscheinlich ein bisschen in Bedrängnis sein. Du musst mal ran, glaube ich. Ach so, ach, verdammt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch ein Auswahlmenü. Ja, dann mach's doch. Nee, er hat's ja nicht hingekriegt beim letzten Mal. Weil wir die Potion vertauscht haben. Ja, ach, verdammt. Na, nochmal. Aha. Was ist hier los? Cool, okay. Stay and fight, you coward! Er hat es schon nicht leicht gegen zwei, ich meine, ja, das stimmt wohl. Aber er hat es auch nicht anders verdient, muss man ehrlich sagen. Er könnte ja immer ein bisschen sympathischer sein. Oh, jetzt hat er hier seinen richtigen Trank. Verdammt. Nein! I'm like the wind! Oh, Feier. Oha. Oh nein, nicht, dass da jetzt was Schlimmes passiert. Oh, nein! Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Gabriel kann schon gar nicht mehr. Ist schon nicht so einfach also wirklich. Hier. Erstmal wahllos in die Gegend schlagen. Ja. Irgendwo triffst du schon, glaube ich. So, hat er jetzt genug, der Ivor? Na, super. Der mit seinen scheiß Potions, ey.
these invisibility potions. He could be anywhere. Invisible or not, he isn't going to get by me. Richtig, Gabriel. Ja, sein sie Held. Sieht ihn ja nicht. Ah, da kam noch was geflogen. Ja, anstatt er sich einfach mal uns anschließt, ne? Zusammen schaffen wir das doch viel besser. Der will den noch nicht, nee, der will den nicht loswerden. Ach nö. Matrix-Style hier. Auf jeden Fall. Ja, das hat er davon. Jesse, Gabriel, even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. We stopped him. Hm. Na, ich glaube auch nicht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht zu Ende ist mit ihm. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? What? Oh nein! Ey, wo hat er denn die ganzen Tränke her? Das frage ich mich allerdings auch. Wir sind irgendwie ganz schön schlecht vorbereitet. Das ist wirklich bitter. But they think they can stop me. That they can destroy the Witherstorm. But they are mistaken. And it will cost them their lives. Oh nein, 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 nein. So fangen wir gar nicht erst an. Ah, was? Und ich hab's geahnt, wollte ich nur mal sagen. Ich hab's geahnt, dass das jetzt auch schon das Ende dieses Teils Boah, sein wird. Das war ja noch kürzer als das letzte Mal. Ja, eine halbe Stunde kürzer. Das ist schon bitter. Aber hier sehen wir noch ein bisschen, was uns erwartet. Locked in a dark chamber deep in Sorin's Mountain. As the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Would they find a way to defeat the Witherstorm? Na, das werden wir sehen. Ich glaube ja schon. As it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. Das kam mir noch erstaunlicherweise noch überraschender als das letzte Ende. Muss Findest ich ja du sagen. Wirklich? Ja. Hast du damit nicht gerechnet? Na, nicht nach einer Stunde. Ja, das stimmt. Also es war sehr kurz dafür, dass man jetzt doch hier, wie lange? 2 Wochen? Hat das gedauert nach Veröffentlichung des ersten Teils? Oder? Nee, es ging relativ fix, wenn man überlegt, wie lange Telltale Games eigentlich sonst so braucht, um Nachfolger rauszubringen. So, das kann schon mal ein paar Monate dauern. Da ging es jetzt mit Minecraft sehr fix. Ja gut, ich glaube aber ganz ehrlich, die 5 Teile sind schon fertig. Also es sollten noch 5 sein. Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Irgendwie habe ich im Kopf... 6 Episoden, glaube ich. Okay, vielleicht 6. Die sind doch alle schon fertig. Das ist jetzt, das kann man halt richtig ausreizen, ja, ne? Da hat aber Microsoft einfach einen Haufen Kohle investiert, damit sie es halt wirklich schneller fertig bauen. Weil, wie gesagt, normalerweise dauert das, selbst wenn die Teile etwas kürzer sind, doch schon eine Weile. Ein paar Monate teilweise. Wobei, man muss sagen, eine Stunde Gameplay baut man wahrscheinlich auch nicht erst in ein paar Monaten zusammen. Richtig, ich glaube wirklich, dass das Ganze auf 7-8 Stunden Gameplay insgesamt rauslaufen wird für alle Episoden und die werden sicherlich fertig sein. Aber das macht ja auch nichts. Jetzt können wir halt wieder ein bisschen Zeit mit anderen Spielen verbringen, bis es hier weitergeht. Genau. Ja, wie hat euch denn hier die 2. Episode gefallen? Das könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich persönlich fand's ganz interessant, aber noch weniger zu tun als noch in der ersten Episode. Aber ich fand die spannender als die erste Episode. Das stimmt, es war spannender, ne? Also es geht jetzt hier langsam zur Sache. Man hat ja auch ein paar mehr Charaktere kennengelernt. Trotzdem, ich hätte gerne ein bisschen mehr zu tun gehabt, ne? Also es ist halt echt so, es ist ein Story-Mode. Wir laufen eigentlich wirklich nur durch die Welt und mehr ist gar nicht zu tun. Gut, aber das ist ja völlig normal. Wie gesagt, kann durch sein, dass wir uns auch mal die anderen Telltale Games angucken. Da gibt es auch noch einige gute, um mal überhaupt einen Vergleich zu haben zum Minecraft Story Mode. Weil, wie gesagt, wir kennen halt kein anderes Spiel und wissen auch dementsprechend nicht, ob das jetzt normal ist oder ob es da tatsächlich mehr zu tun gibt. Aber ich glaube, es gibt dann tatsächlich schon mehr zu tun bei den anderen Spielen. Ja, aber wie gesagt, schreibt uns mal in die Kommentare, wie euch die Episode 2 gefallen hat.
uns, also mir persönlich hat sie ganz gut gefallen. Wie gesagt, ein bisschen besser als sogar noch als die erste. Auch wenn sie jetzt kürzer war, aber trotzdem insgesamt vom Inhalt her hat sie mir besser gefallen. Ja, genau. Wieso? Ja, habe ich ja schon gesagt. Also, bisschen kurz. Mit einer Stunde mehr Charaktere. Also, es war schon okay. Also, ich glaube, ich bleibe echt bei okay. Es tut mir leid. Also, schon nach der ersten Episode habe ich gesagt, es ist okay. Noch hat mich hier nichts vom Hocker gehauen. Ich muss das komplette Spiel am Ende nochmal spielen. Nein, ich muss es dann am Ende beurteilen. Ich habe ja noch ein paar Episoden Zeit. Es ist okay. Es ist ein netter Zeitvertreib. Aber es haut mich nicht vom Hocker. Tut mir leid. Ja, naja, wir sind gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Und vor allem, wann auch die nächste Episode rauskommt. Ob es jetzt auch wieder relativ schnell geht oder ob es tatsächlich ein bisschen länger dauert. Ich denke mal schon. Also nach meiner Vorstellung würde ich sogar sagen, dass das Ganze dann bis Ende des Jahres sogar abgeschlossen ist. Ja, oder davon gehe ich auch mal aus. Spätestens im Januar, aber ja, ich denke auch bis Ende des Jahres, dass es durch ist, das Thema. Gut, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hier demnächst bei Episode 3 wieder. Richtig, also einschalten nicht vergessen. Und solange könnt ihr euch die Zeit mit Ark oder Dungeon Defenders vertreiben. Oder Ark und nochmal Ark und vielleicht dann wieder irgendwas anderes. Aber und Schwein 3 haben wir auch noch im Angebot. Stimmt, mein Gott, das hört gar nicht auf. Ja, also, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.